Transportier aus Frankreich, vorgetragen von Max. Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Montagsbewegung, ihr wisst, das letzte Mal zwei Delegierte hier waren von den Sompayers in Frankreich. Sie können heute leider nicht kommen. Heute ist eine große Demonstration in Paris, eben weil die Polizei in Schulen, Vorschulen Kinder der Sompayers entführt hat. Sie haben mir eine Solidaritätserklärung gestern gerade noch zukommen lassen, die ich jetzt verlesen möchte. Der müsste mehr, der hat 6,7 oder so. Ne? Wir, die Sompayers, Koalition der Sompayers und Migranten, unterstützen die Forderung der Montagsbewegung und sind mit euch solidarisch. Abschaffung von Hartz IV, Mindestlohn für alle, bezahlbare Wohnungen. Wir sind über die Situation der Asylbewerber, Erwerbslosen und Obdachlosen in Frankreich, in Deutschland recht gut informiert. Wir verstehen nicht, weshalb so wenige Leute auf die Straße gehen, um gegen dieses unmenschliche Gesetz von Hartz IV zu demonstrieren. Ob CDU, SPD oder Grüne, es gibt kaum Unterschiede. Alle wollen nur die Macht haben. Dasselbe passiert hier in Frankreich. Die angeblich sozialistische Partei Hollande sind keine Sozialisten, sondern noch schlimmer als Sarkozy. Doch immerhin gibt es hier mehr Solidarität mit den Sompayers, den arbeitslosen Rentner und Rentnerinnen, Schüler und Schülerinnen. Im Sommer gingen in ganz Frankreich Millionen Menschen auf die Straße, um gegen die Rentenreform der Regierung zu protestieren. Und erst letzte Woche boykottierten mehr als 8000 Schülerinnen und Schüler die Schule, um gegen das unmenschliche Verhalten der Polizei zu demonstrieren. Zuvor waren zwei Kinder von Sompayers vor dem Schulgelände verhaftet worden, als deren Eltern abgeschoben werden sollten. Auch Lehrerinnen beteiligten sich an den Protesten. Wir unterstützen die Forderung der Montagsbewegung. Hartz IV muss weg, Abschaffung der Residenzpflicht, Abschaffung aller Asylbewerberheimen, Gerechtigkeit im Fall Henri Diallo. Eure Kämpfe sind unsere Kämpfe sind eure Kämpfe. Hoch die internationale Solidarität. Ja, normalerweise